Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Puxenek. Mein Name ist Jarek und ihr seht hier zwei mega, mega starke Hidden Fates Tins. Die von Garados, die lag hier, die haben wir schon aufgemacht. Das Video dazu findet ihr da oben. Und jetzt schauen wir uns nicht das Glurak an, denn jetzt schauen wir uns das Raichu an. Denn wir wollen mal gucken, welche dieser drei Boxen tatsächlich ja am gönnerhaftesten ist. Und die Hits bei der Garados-Box waren schon richtig, richtig, richtig stark. Wie gesagt, das Video findet ihr oben verlinkt. Und jetzt schauen wir uns die Raichu-Box an, ob die genauso in Gönnerlaune ist. Und ihr kennt das, die Codes sind für euch, die Booster sind für mich. Und wir werden wie immer unsere Hits direkt in Card Saver packen. Das kostet uns ein ganz klein wenig mehr Zeit. Dafür wissen wir, dass da nichts dran kommt. Und ich würde sagen, es geht los mit Booster Nummer 1, der Raichu GX Hidden Fates, beziehungsweise im Deutschen Verborgenes Schicksal Tin. Und wir starten mit den ersten 11 Karten. Wir fangen mit Feenenergie an. Giovanni's Exile. Leutnant, müsste doch. Leutnant Search Strategy. Magic Garp. Ikens Voltorb. Geodude. Pikachu. Oh, Beldum. Sehr schön. Und oh, Brock's Training. Sehr, 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 sehr stark. Also wir haben eine Holo-Karte gezogen. Und wir haben eine wunderschöne Baby-Shiny gezogen. Die Vorentwicklung von Metagross. Also Metagross quasi Stage 1. Richtig, richtig stark. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Wir suchen natürlich auch richtig schöne Karten wie diese, aber wir suchen natürlich in erster Linie das Glurak oder halt die großen Shinies. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele von und die sind richtig, richtig stark. Und wir schauen. Jigglypuff, Eevee, Charmander. Oh, und die meine ich mit dicken Hits. Okay, und ein Weezing. Das ist genau das, was ich meine. Die Evoli-Entwicklungen sind richtig, richtig stark. Und das sind neben dem Glurak genau die Karten, die wir suchen. Das heißt, diese Tin ist unglaublich. Wir haben in zwei Boostern zwei Shinies gezogen. Und wir fangen mit einer Baby-Shiny an und arbeiten uns dann zu einer großen Shiny weiter. Und mal schauen, ob das so weitergeht. Das wäre auf jeden Fall extrem krass. Das wäre extrem krass. Aber mal gucken, das Glück kann ja nicht durchgehend so anhalten. Okay, Booster Nummer 3 von 4. Wir haben bisher zwei richtig krasse Hits getroffen. Und vielleicht jetzt nochmal was. Wir haben Slowpoke, Psyduck. Und okay, Blaine's Last Stand. Und oh, wir haben ein Knuddeluff GX. Genau, die GX-Karten kennt ihr ja, sind aus der Sonne- und Mondreihe. Das sind ja sozusagen die älteren V-Karten. Wir haben ja jetzt V-Max-Karten und das waren jetzt die früheren aus Sonne und Mond GX und Tag Team GX-Karten. Also auch diese Karte stark, denn wir haben schon wieder einen Hit. Ne? Das ist richtig, richtig übel. Okay, und der letzte Booster. Der letzte Booster ist entweder ein Zonk, also ein Booster, wo nichts drin ist. Oder es ist nochmal der ultimative Knaller drin. Passt auf, Leute. Also jetzt geht's los. Letzter Booster dieser unglaublichen Raichu GX Tin aus dem Set Hidden Fates bzw. Verborgenes Schicksal. Und es geht los. Smogon, Sterndu, Rattan. Okay, wir haben Eevee und Blitzer. Schade, schade. Das wäre jetzt auch zu krass gewesen, wenn da jetzt wirklich noch was drin gewesen wäre. Aber egal, wir haben aus dieser wunderbaren Raichu GX Tin-Kollektion haben wir die Promokarte, wir haben das wunderbare Umbreon GX, wir haben das Beltum als Shiny und wir haben das Wriggle
TUF GX, also mega, mega stark. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf weitere Openings habt, gerne Video liken, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich sag wie immer, ciao, ciao.